Heute bei Bitte melde dich. Theresas Vater war Gastarbeiter in der DDR. Sie hat ihn nie kennengelernt. Glaubst du, es wäre wichtig für Theresa, ihren Papa zu finden? Auf jeden Fall. Es wäre ganz, ganz wichtig für Theresa. Ich würde mir schon wünschen, dass er öfter mal noch an mich denkt und dass ich ihn sehen könnte. In Kuba begeben wir uns auf Spurensuche. Können Sie mir sagen, wo ich ihn finden kann? Nein, keine Ahnung. Doch dann kommt ein entscheidender Hinweis aus Deutschland. Das alles jetzt bei Bitte melde dich. Heute am Tag der Deutschen Einheit geht es um einen ganz besonderen Fall. Ab den 60er Jahren wurden mehr als 30.000 meist junge Kubaner zur Ausbildung in ostdeutsche Betriebe geschickt. Diese sogenannten Vertragsarbeiter wurden von der DDR zeitlich befristet und ohne Integrationsabsicht angeworben. Nach Ablauf ihres Vertrages wurden sie zurück nach Kuba geschickt, oft auch schon früher. Einer dieser Männer ist Raphael. Er verliebt sich 1983 in die deutsche Marina. Doch kurz vor der Geburt seiner Tochter Theresa im Jahr 1986 muss er plötzlich nach Kuba zurückkehren. Potsdam. Hier begann in den 80er Jahren Marinas tragische Geschichte. Meine Tochter Theresa hat den großen Wunsch, ihren leiblichen Vater kennenzulernen. Und ich möchte ihr dabei helfen. Wir stehen hier vor dem ehemaligen Arbeiterwohnheim der kubanischen Gastarbeiter, wo auch Theresas Vater untergebracht war. So keep me in mind. Die Kubaner waren ja in dem Wohnheim hier untergebracht. Die hatten ja ihre Ausbildung in Potsdam zum Bierbrauer gemacht. Und meine Freundin Angelika war ja mit einem Kubaner zusammen, dem Rico. Und der war mit dem Raphael befreundet. Und über Angelika, über den Rico, da habe ich dann den Raphael kennengelernt. Und war eigentlich sofort irgendwo der Funke übergesprungen zwischen uns beiden. But I've got high hopes. It takes me back to when we started. Also der Raphael war hier mit ganz vielen anderen Kubanern. Die sollten hier eine Ausbildung zum Bierbrauer machen. Und der Raphael war so gut gewesen, dass er dann anschließend sogar noch hierbleiben sollte, um den Meister zu machen. Was dann aber nicht mehr geklappt hat, weil Fidel Castro seine Leute alle zurückgerufen hat, nachdem die ihre zweijährige Ausbildung vorbei hatten. Also der Abschied am Flughafen, der war sehr, sehr schwer. Als da die Treppen hoch sind und rein ins Flugzeug, das hat richtig, richtig, richtig doll wehgetan. Also der Raphael war schon ein paar Wochen wieder in Kuba. Da habe ich dann erfahren, dass ich schwanger bin mit Theresa. Ja, für uns war dann klar, also wir wollen eine Familie sein. Und da gab es nur den Weg, dass ich nach Kuba gehen muss, weil er durfte nicht hierher. Und dass wir heiraten werden und dort leben werden in Kuba. Doch dann kommt alles ganz anders. Ich möchte mehr erfahren über Marinas Geschichte und habe mich mit ihr verabredet. Oh, die war aber laut. Hallo Marina. Ja, hallo Julia. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Nein. Ich folge dir einfach. Ja, ja, bitte einfach. Jawohl. Dankeschön. Bitteschön. Marina, ich bin ja heute hier, weil du dich ja gar nicht für dich selber beworben hast, sondern für deine Tochter, für Theresa, die nach ihrem kubanischen Vater sucht. Genau. Erklär mir mal bitte, warum Theresa ihren Vater gar nicht kennenlernen konnte. Also ich war mit Theresa schwanger, habe es aber erst erfahren, als die kubanischen Arbeiter, die in Potsdam zur Ausbildung waren, schon wieder in Kuba waren. Und dann hatten wir eigentlich für uns beschlossen, wir wollen heiraten und ich gehe nach Kuba rüber. Hatte den Ausreiseantrag gestellt, es lief alles, es dauert ein Weilchen.
Und dann kurz vor der Geburt war klar, Theresa wird behindert sein. Das habe ich dann von den Ärzten erfahren. Und dann war für mich wiederum klar, damit kann ich nicht nach Kuba gehen mit einem behinderten Kind. Und dann habe ich diese ganze Ausreisegeschichte alles gecancelt, einfach um für Theresa bestmöglichen Bedingungen zu schaffen, die ja dann auch schwerbehindert geboren ist. Erzähl mir mal ein bisschen über Theresa. Wann ist sie dann geboren worden? Wie waren die Umstände und wie ging es ihr? Also sie ist geboren worden 3 oder 4 Wochen vor dem eigentlichen Termin. Man hatte bei der letzten Untersuchung zu mir gesagt, oh, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und dann kam ein Professor zu mir und der sagte dann zu mir, also wir müssen einen Kaiserschnitt machen, wenn innerhalb von 3-4 Stunden das Kind nicht da ist. Und wir wissen nur so viel, es wird ziemlich stark behindert sein. Drehte sich rum und ging, wollte also das Kaiserschnittteam holen. Und dann habe ich nur gerufen, kommen Sie bitte zurück, das Kind kommt. Und dann kam er nur noch und hat Theresa auffangen können, weil das ging dann alle derart schnell. Und dann hatte ich den Kopf weggedreht, weil ich sie nicht sehen wollte, weil ich gedacht habe, okay, lieber nicht. Und dann hat er sie schon. Dann hat er Theresa so bis hier oben eingepackt, so in so ein Tuch. Und hat gesagt, wir müssen was machen. Wir können sie nicht so sterben lassen, wir müssen was machen. Theresa kommt mit offenem Rücken zur Welt. Unzählige Operationen retten ihr Leben. Dabei verliert sie ihr Augenlicht fast vollständig. Dennoch meistert sie ihr Schicksal und wächst zu einer bemerkenswerten Frau heran. Ich bin Theresa Ganzhorn. Ich bin 34 Jahre alt. Ich arbeite in der BWB Nord. Es ist die Werkstatt für Behinderte. Und ich bin auf der Suche nach einem Vater, der Rafael Elasco Barreras heißt. Oder Barrera, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Time after sometimes you picture me. I'm walking too far. Das ist meine Mutter und das ist mein Papa in jungen Jahren. Die Fotos habe ich jeden Tag bei mir, damit ich weiß, dass meine Eltern immer bei mir sind. Dass ich auch weiß, dass sie auf mich aufpassen, mich beschützen. Glaubst du, es wäre wichtig für Theresa, ihren Papa zu finden? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es wäre ganz, ganz wichtig für Theresa. Theresa ist auch jemand, für die ist Familie unheimlich wichtig. Ich würde mir schon wünschen, dass er öfter mal noch an mich denkt und dass ich ihn sehen könnte. Es würde mich sehr interessieren, ob ich von seiner Seite aus auch noch Geschwister habe. Das wäre mir dann egal, ob ein Halbbruder oder Halbschwester, das wäre mir egal. Ja, sich wohlzufühlen. Ich habe jemanden, der zu mir gehört. Das ist so wichtig für Theresa. Das ist ein großer Wunsch von dir, deiner Tochter da zur Seite zu stehen, ne? Auf jeden Fall, weil sie kann's nicht. Sie kann es nicht von alleine. Aber deswegen bin ich ja jetzt da. Ach, schön. Und mein Team im Rücken sozusagen. Ja. Und ich kann dir nur sagen, dass wir jetzt alles tun werden, um Theresas Vater zu finden. Oh, das wäre schön, ja. Wir werden ihn suchen. Schön, prima. Dankeschön. Sehr gern. Ein paar Tage später in Köln. Gemeinsam mit Marco aus meinem Team gehen wir alle Informationen für eine Suche durch. Das sind nicht besonders viele, aber ich habe mir bereits etwas überlegt. Rafael war in den 80er Jahren in der DDR und hat dort gelernt, wie man Bier braut. Okay. Wenn man davon ausgeht, dass er dann wieder in seinem Beruf als Bierbrauer gearbeitet hat, weil das war ja auch sein Auftrag in der DDR, das zu erlernen, könnte es ja sein, dass man da weiterkommt. Dementsprechend habe ich dir hier die Bierbrauereien auf Kuba rausgesucht. Ja. Interessant finde ich vor allem die ersten beiden Adressen in, wie spricht man es aus? Camagüey. Camagüey. Ja. Das ist nämlich sein Geburtsort. Ah, und du denkst, dass er vielleicht einfach in seine Heimat zurückgegangen ist? Ist ja oft so, ja. Also das wären die Anlaufpunkte auf Kuba für dich. Okay. Und wir beide bleiben einfach ganz eng im Kontakt.
Und ich werde hier in Deutschland parallel recherchieren. Alles klar. Marco reist nach Kuba. Hier im Inselstaat in der Karibik herrscht bis heute der real existierende Sozialismus. Nur langsam vollzieht sich eine gewisse internationale Öffnung. Marcos Suche startet in Camagüey. Die Geburtsstadt von Teresas Vater liegt zentral im Landesinneren Kubas. Hola, amigo. Guten Morgen. Bist du mein Fahrer? Ja. Ich bin Marco. Freut mich. Leobert. Schön, dich kennenzulernen. Wir müssen heute einige Brauereien abklappern. Die erste heißt Brauerei Tinima. Ich weiß, wo das ist. Dann mal los. Marco und sein Fahrer Leobert machen sich auf den Weg zur ersten Brauerei. Und gleich spürt Marco dieses spezielle Gefühl, das es nur in Kuba gibt. Was für ein cooles Auto. Aus welchem Jahr? Baujahr 1955. 1955, wow. Die Brauerei Tinima ist die erste der beiden Brauereien hier im Ort. Sie liegt etwas außerhalb in ländlicher Umgebung. Guten Tag, ich bin Marco Buch aus Deutschland. Ich habe einen Termin mit dem Direktor. Ich weiß, kommen Sie rein. Marco konnte im Vorfeld einen Termin mit dem Direktor der Brauerei machen. Der wollte am Telefon keine Auskunft geben, hatte aber versprochen zu helfen. Guten Tag, ich bin Marco aus Deutschland. Guten Tag, Marco. Ich heiße Alberto. Sehr erfreut. Worum geht es denn genau? Ich bin auf der Suche nach einem Mann namens Rafael Velasco Barrera. Er arbeitete in den 80er Jahren als Bierbrauer in Ostdeutschland. Vielleicht hat er auch hier in Camagüey als Bierbrauer gearbeitet. Ich habe hier ein altes Foto von ihm. Das ist er, ungefähr 1982, als er in Deutschland war. Auf dem Foto erkenne ich ihn nicht. Wir können aber mal im Personalarchiv nachschauen. Perfekt, das würde mir helfen. Die Chefsekretärin der Brauerei versucht herauszufinden, ob Teresas Vater hier tätig war oder nicht. Rafael ist 1985 aus der DDR nach Kuba zurückgekommen. Da das kleine Archiv der Firma nie digitalisiert wurde, ist jetzt systematisches Durchsuchen gefragt. Und tatsächlich scheint sich die Sekretärin in ihrem Reich gut auszukennen. Hier ist er. Rafael Velasco Barrera. Rafael Velasco Barrera. Das ist der Mann, den ich suche. Haben Sie noch weitere Informationen über ihn? Eine Adresse vielleicht? Das wird schwer, noch irgendwelche Informationen über ihn zu finden. Es ist schon so lange her. In welchem Jahr war das? So circa 1990. Haben Sie vielleicht eine Adresse von dieser Zeit? Oder irgendetwas, was mir helfen könnte? Nein, tut mir leid. Aber vielleicht können ja damalige Arbeitskollegen weiterhelfen. Gibt es hier noch welche? Ja, ein paar. Kann ich mit Ihnen sprechen? Ja, ich kann Sie hinbringen. Perfekt, vielen Dank. Der Direktor schickt Marco in einen Bereich der Brauerei, in dem einige langjährige Mitarbeiter tätig sind. Die meisten von ihnen waren auch schon in den 80er Jahren hier. Sie müssten Teresas Vater kennen. Entschuldigen Sie, eine Frage. Ich komme aus Deutschland. Sie sprechen Deutsch? Nein, nicht. Tatsächlich? Aber können wir uns auf Deutsch unterhalten? Nein. Lieber auf Spanisch? Ja. Mira. Ich bin auf der Suche nach einem gewissen Rafael Velasco Barrera. Ja, den kenne ich. Wirklich? Wann war er genau hier? Ende der 80er Jahre? Ja, ungefähr von 1985 bis 90. Ja? Ist es dieser Mann hier? Ja, genau. Das ist er. Wissen Sie vielleicht, wo er heute lebt? Haben Sie eine Adresse? Nein, seit er hier weggegangen ist, habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich muss ihn dringend finden. Können Sie mir sagen, wen ich noch fragen könnte? Fragen Sie mal Joen. Er ist da hinten. Hat er auch mit ihm gearbeitet? Ja, genau. Sie kannten sich. Er ist nebenan? Genau, er hat eine blaue Jacke an. Prima, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Mucha suerte, gracias. Salud.
super, Senior. Entschuldigen Sie, ich komme aus Deutschland. Ihr seid der Alemann, ja? Sprechen Sie Deutsch? Sie sprechen ja ganz gut. Haben Sie in Deutschland gelebt? Ja, 7 Jahre. Eine lange Zeit. Ein Arbeitskollege von Ihnen hat mir gesagt, dass Sie mir vielleicht helfen können. Ich suche einen Rafael Velasco Barrera. Ja, den kannte ich. Er hat hier vor vielen Jahren gearbeitet. Waren Sie Arbeitskollegen? Ja, genau. Können Sie mir sagen, wo ich ihn finden kann? Nein, leider nicht. Wir haben keinen Kontakt mehr. Wir haben uns seit damals nicht mehr gesehen. Schade. Wissen Sie, wer mir vielleicht noch weiterhelfen könnte? Nein, tut mir leid. Aber trotzdem vielen Dank. Gern geschehen. Ciao. Zurück in Deutschland. Ich will Marco bei seiner Suche in Kuba von hier aus unterstützen. Möglicherweise lassen sich doch noch Informationen über Theresas Vater finden. Es gibt einen Ort in Potsdam, wo das zumindest theoretisch möglich ist. Ja, ich bin jetzt hier am Potsdamer Stadtarchiv. Ich habe dort eine Verabredung, da ich bezüglich Rafael eine Anfrage gestellt habe. Ich hoffe sehr, dass ich da vielleicht irgendwelche Infos bekomme. Hier sollen Dokumente über Gastarbeiter der DDR lagern. Vielleicht auch über Theresas Vater? Mal gucken. Lesesaal, da ist jemand. Entschuldigung, sind Sie der Herr Joneleit? Ja. Ah, hallo, dann hatten wir telefoniert. Hallo. Freut mich, dass das klappt. Dankeschön. Ich erkläre dem Archivar meinen Plan. Vor allem hoffe ich, dass hier noch weitere Daten, Adressen oder andere Informationen über Rafael zu finden sind. Herr Joneleit schaut für mich im Archiv nach. Was er findet, ist jedoch keine Information aus Kuba. Archiviert ist hier eine deutsche Meldebescheinigung. So. Haben Sie was? Ja, kommen Sie mal. Dankeschön. Nicht viel, aber vielleicht. Ja. Okay. Quasi, wir haben Ihnen da die Auskunft fertig gemacht, die unsere Recherchen ergeben haben. Ja. Ja. Ah, und hier ist auch eine Adresse, die ich nicht kenne. Da haben Sie mir aber wirklich sehr geholfen. Super. Ja. Herzlichen Dank. Darf ich das behalten? Genau. Ja? Ja. Perfekt. Danke für Ihre Mithilfe. Gerne. Drücken Sie mir die Daumen. Auf jeden Fall. Danke, ne? Tschüss. Jo, tschüss. Danke. Eine Potsdamer Meldebescheinigung mit einer Adresse, die uns bisher nicht bekannt war. Was hat das jetzt zu bedeuten? Eine neue Spur, von der wir nichts ahnten? Ich gebe die Adresse ins Navi ein, doch das Gerät kennt den Straßennamen nicht. Eine kurze Internetrecherche bringt schnell Licht ins Dunkel. Ach, jetzt verstehe ich. Ich kann die Adresse im Navi nicht finden, denn diese Straße ist umbenannt worden. Das ist die Adresse des Wohnheimes, wo Rafael damals gelebt hat. Das heißt, die hatte ich schon lang. Das bedeutet, wir kommen hier keinen Schritt weiter. Zurück in Kuba. In der ersten Brauerei war Rafael zwar bekannt, weitergebracht hat uns das aber nicht. Marcos letzte Hoffnung ist nun die andere Getränkefabrik in Camagüey, die wir schon in Deutschland recherchiert hatten. So, Brauerei 2, hoffentlich habe ich hier mehr Glück. Es könnte ja sein, dass Rafael den Arbeitgeber gewechselt hat. Marco darf sich auf dem Gelände umhören. Wie viele Leute arbeiten hier? Insgesamt 84. 84, so viele? Entschuldigen Sie, eine Frage. Ich heiße Marco und suche nach einem Rafael Velasco Barrera. Er hat in den 80er Jahren in Ostdeutschland als Bierbrauer gearbeitet. Ich war auch in Ostdeutschland. Sie auch? In welchem Jahr? Das war von 1984 bis 88. Und Rafael Velasco Barrera kennen Sie nicht? Nein. Ich habe hier ein Foto. Das ist er. Den kenne ich nicht. Er hat in Potsdam gearbeitet. Ich war auch in Potsdam, aber... Ach, wirklich? Ja, aber nur zu Besuch.
Ah, verstehe. Okay. Trotzdem vielen Dank. Muchas gracias. Tschüss. Ich suche einen Mann namens Rafael Velasco Barrera. Kennen Sie ihn? Nein, sag mir nichts. Okay, vielen Dank. Kennen Sie einen Mann namens Rafael Velasco Barrera? Tut mir leid. Einsicht in Personalakten erhält Marco hier leider nicht. Darum versucht er, mit jedem Mitarbeiter auf dem Gelände persönlich zu sprechen. Ohne Ergebnis. Am nächsten Tag in Deutschland. Auch ich war inzwischen nicht untätig. Der Marco und ich sind bisher in der Suche leider keinen Schritt weitergekommen. Und deswegen habe ich mir jetzt noch mal alle Hinweise, die ich von Marina bekommen habe, durchgesehen. Und dabei habe ich eine ehemalige Freundin entdeckt, die heißt Angelika. Und die war wohl damals auch mit einem Kubaner zusammen. Angelika war sogar diejenige, die Marina mit zu der Party genommen hat, auf der sie dann Rafael kennengelernt hat. Und deswegen habe ich nach Angelika recherchiert und ich habe sie auch ausfindig gemacht. Im Zentrum von Potsdam habe ich mich mit Angelika verabredet. Angelika! Hallo, genau, der neue Gruß. Hallo, hallo. Super, dass das geklappt hat. Kein Thema. Hast du lange gewartet? Nee? Okay, ich würde sagen, wir setzen uns irgendwo zusammen. Ja, folgeunauffällig. Genau. In einem nahegelegenen Café können wir uns in Ruhe unterhalten. Vielleicht weiß Angelika etwas, das uns irgendwie weiterhelfen könnte. Dankeschön. Dankeschön. Bitte sehr. Also, erzähl mal, Angelika. Wir haben ja schon ein bisschen am Telefon geredet. Ja. Du hattest auch einen kubanischen Freund damals? Ja. Wie hieß der? Rigoberto. Mhm. Rio, kurz. Hast du denn da noch irgendwie Kontakt oder so? Nee, nachdem die wieder abgeschwört sind, wieder Richtung Heimat, haben wir uns noch ein paar Mal geschrieben. Mhm. Das ist so nach einem halben, dreiviertel Jahr eingeschlafen. Hast du denn die Briefe noch oder die Adresse von damals? Die Briefe habe ich nicht mehr, aber ich habe noch die Adresse von damals. Die hast du mitgebracht? Ja. Oh, sehr gut. Super vorbereitet. Ja. Okay, Rigoberto, ihr habt ihn. Munoz Cabrera. Mhm. Und das ist Camaray, das ist die Ortschaft, wo er zu Hause ist. Ah, das ist aber auch der Ort, wo Rafael damals gelebt hat. Das ist ja spannend. Angelika, hast du sonst noch irgendwas aus der Zeit, was mir weiterhelfen könnte? Ich habe noch alte Fotos. Hast du die auch mit? Angelika hat einige Schwarz-Weiß-Fotos aus der gemeinsamen Vergangenheit in der DDR der 80er Jahre. Möglicherweise könnten uns die zusammen mit der Adresse ihres damaligen Freundes noch nützlich sein. Das hat mir schon mal sehr weitergeholfen. Das freut mich. Das war gut, mit dir Kontakt aufzunehmen. Kein Problem. So. Also herzlichen Dank, Angelika. Mach's gut, ja? Kein Problem. Tschüss und tschüss. Dankeschön. Tschüss. Ja, also das klingt jetzt wirklich nach einer ganz interessanten Spur. Ich werde jetzt sofort Marco anrufen.